Das CU-Montageprofil ist die Lösung für Ihre moderne Holzfassade. Durch die nicht sichtbare Befestigung wird Ihre Fassade einem hohen gestalterischen Anspruch gerecht und gibt dem Betrachter ihren architektonischen Charakter wieder. Hier die Vorteile auf einen Blick. Wesentliche Zeitersparnis gleich geringe Arbeitskosten. Eine auf das Schraubenbild abgestimmte Einteilung der Unterkonstruktion entfällt. Die aufwendige Platzierung der Schrauben exakt in einer Flucht entfällt. Schnelle und einfache Montage der Profilholzleisten direkt an der Fassade. Vormontierte Edelstahlschraube im Distanzsteg. Ästhetisches und stilvolles Fassadenbild. Keine unschönen Regenwassernasen, die bei einer sichtbaren Befestigung durch die Schraubenköpfe entstehen. Das Nachstreichen der Profilholzleisten ist problemlos möglich. Durch die punktuelle Aufnahme der Profilholzleisten ist eine optimale Hinterlüftung der Fassade gegeben. Das CU-Montageprofil ist in den Größen 65, 68 und 95 erhältlich und kann für alle Rhombusleisten verwendet werden. Bei der Befestigung der ersten, untersten Lage wird die Montagelasche des CU-Montageprofils nicht benötigt. Diese wird einfach im Bereich des Filmscharniers abgetrennt. Die Befestigung an der Unterkonstruktion erfolgt durch die obere und die untere Befestigungsbohrung. Im ersten Schritt werden zwei Montageprofile an der Unterkonstruktion befestigt und die Profilleiste wird am Distanzsteg fixiert. Die bereits vormontierte Edelstahlschraube ist hierbei eine große Erleichterung. Die übrigen CU-Montageprofile werden anschließend im Bereich der Unterkonstruktion hinter die Rhombusleiste geführt und ebenfalls durch den Distanzsteg am Profilholz befestigt. Danach wird die Rhombusleiste wieder abgenommen und die CU-Montageprofile werden rückseitig an zwei Stellen befestigt. Die Profilholzleiste wird nun an der Fassade ausgerichtet und durch die obere und die untere Montagebohrung an der Unterkonstruktion befestigt. Bei jeder weiteren Lage wird das CU-Montageprofil einfach nur neben das bereits vorhandene CU-Montageprofil geführt. Die Rhombusleiste wird unter dem Distanzsteg platziert, mit der vormontierten Edelstahlschraube fixiert. Anschließend wird die Rhombusleiste nach vorne geschwenkt und das CU-Montageprofil rückseitig an zwei Stellen befestigt. Für eine optimale Kraft- und formschlüssige Befestigung sollte die Schraube leicht schräg eingedreht werden. Als letzten Schritt wird die Rhombusleiste wieder zurückgeschwenkt, auf den unteren Distanzsteg geschoben und an der Unterkonstruktion befestigt. Allgemeine Montagehinweise. Bei den Profilen 65 und 68 werden pro Quadratmeter durchschnittlich ca. 30 CU-Montageprofile benötigt. Bei dem Profil 95 werden pro Quadratmeter durchschnittlich ca. 23 Montageprofile benötigt. Montiert wurden hier 4,8 Quadratmeter in nur einer Stunde und 30 Minuten.